Hallo und herzlich willkommen im nächsten Teil vom Let's Play Grey Matter. Wir sind immer noch hier bei der netten Blumenverkäuferin, der wir wohl eine Freude gemacht haben. Und ja, wir haben im letzten Teil ein weiteres Puzzleteil erhalten. Jetzt fehlt uns nur noch eins. Und die Frage ist jetzt, wo geht es jetzt hier weiter im Spiel? Ich kann mir ja letztendlich nur vorstellen, da waren wir, da geht's nicht weiter, da sowieso nicht, dass es nur noch im Krankenhaus weitergeht. Und zwar bei Susan. Und zwar brauchen wir in irgendeiner Art und Weise einen Zaubertrick, mit dem wir uns den Schlüssel holen können. Aber es ist die Frage, weil wenn ich das Zauberbuch anklicke... Warte mal, ich könnte ihr doch vielleicht die Blumen... Nee. Ich weiß schon, wo ich die... Ja. Mit den Blumen vielleicht? Sie bewahrt den Schlüssel für den Aktenschrank in dieser Tasse auf. Mit ein bisschen Fingerspitzengefühl könnte ich ihn mir schnappen, wenn sie ihn nicht die ganze Zeit im Auge behalten würde. Da muss ich mir wohl etwas Hinterhältigeres einfallen lassen. Es ist doch zum Mäusemerken. Warte mal, vielleicht... Auf der Post. Ja, warte mal. Vielleicht... Dadurch, dass ich jetzt da was habe, vielleicht hat sich jetzt hier was Neues ergeben. Nicht wirklich. Doch! Eine Kathedrale könnte ein Ort sein, wo die Seelen auf ihren Schöpfer treffen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wer ist das? Touristenführer. Und so wurde die Kathedrale... Ja? Kann ich dir helfen? Für die Führung bist du ein bisschen früh dran, aber falls ich sonst irgendwas für dich tun kann... Oh, nein, ich wollte nur einen kurzen Blick hineinwerfen. Ich bin nicht bei der Führung dabei. Wirklich? Dann kannst du mir vielleicht helfen. Stell mir einfach ein paar Fragen über die Kathedrale, als wärst du eine Touristin. Das sollte ich wohl hinkriegen. Ei. Funkt es da vielleicht gerade? Die beiden würden gut zusammenpassen. Was kannst du mir über diese Buntglasfenster erzählen? In diese Kathedrale wurden viele Buntglasfenster eingebaut. Und gleich hier drüben haben wir eines der wenigen Exemplare in ganz Westengland, die Engel mit flammenden Herzen zeigen. Gibt es irgendwelche Besonderheiten bezüglich der Kathedrale? Bis 1905 war sie die kleinste Kathedrale des Vereinigten Königreiches. In diesem Jahr wurden die ehemaligen Kirchen der Pfarrgemeinden ebenfalls zu Kathedralen. Der Titel ging schließlich nach Birmingham und in der heutigen Zeit ist es die Derby Cathedral. Was kannst du mir über den Altar dort drüben sagen? Er ist fast so alt wie die Kathedrale selbst und mit einem Triptychon versehen. Manch einer glaubt, dass Judas der Verräter dort dargestellt wird. Das ist zwar ziemlich unwahrscheinlich, aber die Theorie hat durchaus ihre Berechtigung, weil diese Figur einen kleinen Beutel an ihrem Gürtel trägt. Ein Beuteltier? Wie alt ist die Kathedrale? Heinrich VIII. Hat sie offiziell im Jahre 1546 unter dem Namen Ecclesia Christi Cathedralis Oxoniensis eingeweiht. Das hast du doch ziemlich gut hingekriegt. Ja? Vielen Dank. Okay, vielleicht werden sie doch kein Paar. Schade eigentlich. Tomquat. Fenster mit Engelmotiv. Aber wie geht er? Hier ist eine Sprungfeder. Oha. Ein schönes Buntglasfenster. Vor allem das Herz gefällt mir. Kommt gut. Die Postkarte. Ein schönes Buntglas. Okay, halten wir fest. Ach du liebe Zeit. Taufbecken? Was? Lass mir die Kinder da reinflutschen, oder was? Patsch, und mit dem... Also... Da drunter ist irgendwas. Ja, und da hinten mit dem Schalter aktiviert man es wahrscheinlich. Aber dann kommt unser Touristenführer und sagt... Nein, das darfst du nicht anfassen. Das ist verboten. Betten? Ich frage mich, wozu der Hebel gut ist. Benutz ihn doch einfach. Herrlich animiert. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich schon. Plastikbeutel? In einem Taufbecken? Ein weiteres Teil des Rebus. Hä? Wie geil ist das denn? Wir haben es. Das war's. Jetzt nur noch dieses Bilderrätsel lösen, dann habe ich es wahrscheinlich geschafft.
C plus Harfe, 15 durchgestrichen, plus Axt durchgestrichen, Telefonzelle, 15 durchgestrichen, gleich Zwerg plus, nee, Harfe plus 3 durchgestrichen, Teufel, oder Tod für mehr, Sensenmann, plus kleiner Zwerg, 15, geiles Rätsel. Und ansonsten, das war's. Das ist ja mal krass. Und total problemlos. Also das Spiel überrascht mich in vielen Dingen wirklich sehr. Ich hätte jetzt hier echt gedacht, ach, jetzt macht sie es zu wieder, das ist lustig. Dass jetzt hier irgendeiner gekommen wäre, nein, das geht nicht, wir hätten ihn ablenken müssen und so weiter. Und vor allem, dass das so einfach da ist. Also, nicht schlecht. Schick, schick, schick. So, aber du kannst auch ein bisschen schneller gehen, Sam, bitte. Das Rumgeeiere immer. Die ersten Experimente und elektronischen... Okay, hier müssen wir höchstwahrscheinlich nochmal hinkommen. Sam, entscheidet doch. Laufen oder gehen? Laufen oder gehen? Boah. Bushaltestelle, Speisesaal. Das ist das. Da waren wir. Im Garten haben wir eh... Oder warte mal. Im Garten war nichts mehr, oder? Nein, nein. Nope. Da ist nichts mehr. Das heißt, wir können wieder... Warte mal, ich kann ja auch hier oben mal die... Nein! Wobei, sehr interessant. 29, 55, 70, 50 insgesamt. Okay, 29. Laborassistenz in Sam, 100%. Studentenausweis 0. Ach, toll. Den da wollte ich haben. Irgendwas übersehe ich hier. Es wäre bestimmt keine so gute Idee, mich den Brandschutzbestimmungen zu widersetzen. Auf diesem Stockwerk befinden sich die Büros der Klinikverwaltung und der Professoren. Die anderen Stockwerke sind hauptsächlich für den Universitätsbetrieb. Da muss ich nicht hin. Abteilung für klinische Neurobiologie, Universität Oxford, Verwaltung. Aber irgendwas fehlt mir noch, verdammte Axtmann. Da war ich. Verdammte Axtmann. Irgendwas fehlt mir. Weil normalerweise, wenn irgendwo so ein Zaubertrick möglich ist, dann gehen wir ja auch sofort dann ins Zauberbuch. Und das taten wir da nicht. Vielleicht kann der, unser Zauberer hier, mir weiterhelfen. Denn... Wenn es um Zaubertricks geht, muss er ja was davon verstehen. Jo, dann wollen wir mal gucken. Ah, Miss Everett. Genau. Schön, Sie zu sehen. Danke. Und ich kann hier wieder... doch. Hallo, Hotspots. Meine Güte. Ich kann nichts machen. Aber ich kann mich mit ihm unterhalten. Haha. Was kann ich heute für Sie tun, Miss Everett? Würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn ich Sie ein paar Sachen frage? Der Fragende gibt stets mehr Preis als der Antwortende. Oder etwa nicht? Schießen Sie los. Sind Sie ein Mitglied des Daedalus-Clubs? Wäre ich Mitglied, hätte ich geschworen, keine Namen von Mitgliedern zu nennen. Und das schließt natürlich mich selbst mit ein. Wissen Sie, welche Strafe einen erwartet, wenn man diesen Eid bricht? Nein, welche? Dem Schuldigen wird ein Auge rausgerissen. Ich hoffe nicht, dass dieser Trick zu Ihrem Standardprogramm gehört, wenn Sie Touristen unterhalten. Mit ein wenig Kunstblut wirkt das alles sehr überzeugend. Stimmt es, dass jedes Mitglied des Daedalus-Clubs eine meisterhafte Inszenierung vollbracht haben muss? Oh ja. Es spielt keine Rolle, wer oder wie erfolgreich man ist. Niemand kommt da drum herum. Selbst Codeknacker vom CIA nicht. Im Daedalus-Club sind sogar Leute vom CIA? Sicher. Der Club hat viele Gesichter.
Aber natürlich spielen vor allem Magie und Illusion eine entscheidende Rolle. Natürlich. Können Sie mir erklären, was genau eine meisterhafte Inszenierung ist? Ich denke, ich kann Ihnen von einigen berühmten Inszenierungen aus der Vergangenheit erzählen. Sie sind mittlerweile so bekannt, dass man sie kaum noch als geheim bezeichnen kann. Hatten wir das schon alles? Halten Sie es für möglich, dass jemand auch mal in Oxford eine meisterhafte Inszenierung durchzieht? Vielleicht sogar jetzt? Halten Sie es für möglich? Ich führe jedenfalls nichts im Schilde. Ich auch nicht. Ich bin ganz Ohr. Erzählen Sie mir von einigen berühmten Inszenierungen. Mal sehen. Da war mal dieser berühmte Illusionist aus dem Fernsehen. Copperfield. Er war bekannt dafür, große Dinge verschwinden zu lassen. Meinen Sie etwa... Na, 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 keine Namen. Einer seiner legendärsten Tricks war es, die Freiheitsstatue im New Yorker Hafen für 30 Minuten verschwinden zu lassen. Ich erinnere mich daran. Das hat er nicht nur für die Fernsehkameras gemacht. Die ganze Sache war seine Bewerbung für den Daedalus Club. Unglaublich. Und? Wurde er aufgenommen? Das Auge, meine Liebe. Denken Sie an das Auge. Erzählen Sie mir von einer anderen meisterhaften Inszenierung. Diese hier hat für einen Skandal gesorgt. Das Juweliergeschäft Tiffany in London hat einen Ring im Schaufenster ausgestellt, der als Crancefield Star bekannt ist. Der rosafarbene Diamant dieses Rings ist Millionen wert. Ja? Eines Tages bemerkte der Filialleiter, dass der Ring weg war. Die Leute vom Sicherheitsdienst erinnerten sich an eine gut gekleidete, alte und gebrechliche Dame, die vor dem Laden stehen geblieben war und Fragen gestellt hatte. Innerhalb von ein paar Stunden war der Diebstahl in aller Munde und die Polizei fahndete in der ganzen Stadt. Immer wieder gingen merkwürdige Hinweise bezüglich dieser alten Dame ein und die Polizei wurde munter von einem Ort zum nächsten geschickt. Die Sache lief den ganzen Tag in den Nachrichten und wurde immer grotesker. Aber... Was? Wurde der Ring wirklich gestohlen? Junges Fräulein, denken Sie wirklich, der Daedalus Club würde einen Dieb aufnehmen? Lassen Sie mich zu Ende erzählen. Der Ring wurde schließlich am nächsten Morgen gefunden. Bei Scotland Yard. Und zwar in der Kaffeetasse des leitenden Detectives. Das ist ja völlig abgefahren. Bei meinem Glück würde ich allerdings sicher im Gefängnis landen. Bei meisterhaften Inszenierungen gibt es immer ein gewisses Risiko. Wer dennoch erfolgreich ist, hat den Beweis seiner Meisterschaft erbracht. Aber Ihnen würde ich einen Trick wie diesen nicht empfehlen. Nein. Gibt es noch andere meisterhafte Inszenierungen, von denen Sie mir erzählen können? Ich denke... Eine kann ich noch zum Besten geben. Diese hier stammt von einem Anwärter, der sie für seine Frau entworfen hat. Sie hatte eine Zwillingsschwester, aber beide wurden voneinander getrennt, als sie noch klein waren. Ihr Mann konnte die Zwillingsschwester aufspüren und hat sich etwas ausgedacht, damit beide Frauen aufeinandertreffen. Eine der Schwestern war Antiquitätensammlerin, die andere hat beim Auktionshaus Sotheby's gearbeitet. Er hat ein zauberhaftes Spiel entworfen, das beide Schwestern dazu veranlasst hat, die Teile eines alten Schachbretts aufzustöbern. Diese Suche hat sie schließlich wieder zusammengeführt. Das war eine schöne Inszenierung und vor allem rührend. Wirklich gut gemacht. Ich verstehe. Die meisterhaften Inszenierungen können also ziemlich unterschiedlich sein. Vielleicht gelingt es Ihnen ja eines Tages, Ihre ganz persönliche meisterhafte Inszenierung zu erfinden, Miss Everett. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ha, das bin ich auch, was dabei rauskommt. Toll, und wir können nicht mehr machen hier. Das ist doch zum Heulen, ist das doch. Hier können wir immer noch nichts rausnehmen. Besonders Karten. Das Standardutensil eines jeden Zauberers. Ja, doch. Der Inhalt. Kann ich jetzt irgendwas? Ich will ein paar Sachen kaufen für meinen Neffen. Er fängt gerade erst mit dem Zaubern an. Ihr Neffe hat einen guten Geschmack. Ich finde diese Sachen selbst nach wie vor nützlich. Greifen Sie zu. Und vergessen Sie nicht zu bezahlen, bevor Sie gehen. Danke. Ich kann also doch Sachen mitnehmen. Na super. Zum Verändern? Nein. Mit einem... Nein. Auge nicht. Alles nicht. Ah.
Aha, das mitgenommen. Was nehmen wir noch mit? Dieses. Aha. Der Inhalt. Ich klicke jetzt einfach hier wild drauf rein, weil ansonsten. Ein Telefon. Der Inhalt. Hier das stand. Das. Das. Aha. Ein Gewöhn. Okay. In dem anderen können wir uns jetzt wahrscheinlich auch umgucken. Dass man das nicht von Anfang an gemacht der Einzige, wenn die, dieser, oder machen wenn die, konnten für zum mehr. Jeder die Seite, diese Hand, okay. Jeder mit ja, dieser. Das war's. Ansonsten haben wir nichts. Nope. Gut, dann, ich hoffe mal, sie hat bezahlt. Ich bin fündig geworden und möchte bezahlen. Ah, okay. Ich weiß, für was Sie sich entschieden haben. 12 Pfund, bitte. Nicht schlecht, der Trick. Woher weiß sie das? Ja. Eher eine Notwendigkeit, wenn man einen Laden besitzt, Miss Everett. Genießen Sie den schönen Tag. Danke, das werde ich. Muchas gracias. So, und genau. Sie hat es auf den Boden fallen lassen. Diese Sprechpausen, die dazwischen sind, die sind oft sehr komisch. So, was haben wir denn da jetzt alles mitgehen lassen? Einen falschen Daumen. Hautkleber. Kann man eigentlich direkt damit benutzen. Krachmacher. Ah, brauchen wir für einen Zaubertrick. Ein Magnet und Kunstblut. Aber sie sagt... Dieser Magnet hat genau die richtige Größe. Hä? Dieser Magnet hat genau die richtige Größe. Natürlich für den... Moment. Für den Schlüssel. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Magnet. Dieser Magnet. Ja, halt die Klappe. Und? Sie bewahrt den Schlüssel für den Aktenschrank in dieser Tasse auf. Mit ein bisschen Fingerspitzengefühl könnte ich ihn mir schnappen, wenn sie ihn nicht die ganze Zeit im Auge behalten würde. Da muss ich mir wohl etwas Hinterhältigeres einfallen lassen. Na toll, es bringt nichts. Dieser Magnet. Ja, nimm ihn doch aus der Hand, Mann. Wenn ich das Zauberbuch aber benutze. Ja, das. Vielleicht, wenn ich den Magnet mit ihr selber benutze? Ah, mit ihr selber! Oh, nee. Oh. Toll. Der zerstört und wieder reparierte Ring. Was müssen wir denn jetzt hier? Das Geheimnis ist verschlossen. Der Trick hierbei besteht einen kleinen Raum, ein Krachmacher. Kloppe bitte wirklich nur die Tür, wenn dein Publikum dein Opfer bei dir ist, aktivierst du den Krachmacher mit den Familien. Das hört sich so an, als ob du irgendwie der Tür. Wenn das Publikum zu deinem Opfer in das Zimmer geht und nachschaut, findest du das. Den Trick mag ich. Macht in diesem Fall aber nicht wirklich Sinn. Teile und herrsche, wenn du den Trick mit unglaublichen Fähigkeiten Ergebnis zuzusagen, wirst du glauben können, dass die Zuschauer das Ganze durchschauen. Nein, das auch nicht. Zaubertipp. Unbestätigt zerrissene Zeitung. Aber sag sicher, wenn du baust du dann offen mit einem Gegenstand aus Papier zum Beispiel eine Zeitung. Nein, dann suchst du, als ob du einen anderen Trick vorführen willst, besorgst du das genaue Publikum. Vorhersage würdest du ein Stück Papier. Nein. Briefgeheimnis auch nicht. Der bodenlose Bär. Sag die Zukunft vorher sieht ihr. Dann hat man schon Dinge vielleicht? Tatsächlich. Gut. Wie geht dir jetzt? Platziere die Magneten. Da steht sogar. Blam, blam, blam. Die Grundfunktionen sind: Gegenstand aus Inventar in einem verborgenen Körperbereich verstecken. Platziere die Magneten in deiner rechten Hand. Nimm den Becher in deine linke Hand. Ah ja, das muss ich mir in irgendeiner Art und Weise notieren. Warte mal eben. Das machen wir. So. So. Jetzt weg. So, also Magnet in die Hand rechts. Genau. Die Kaffeetasse in die linke Hand. So, dann das. Dann auf. Ja, warte mal.
Links Objekt manipulieren? Ja, wir ja nicht. Hä? Doch, das Manipulieren. Dann die... Wir zurück. Der Schlüssel. Dann ablenken. Dann den in die linke Hand nehmen und den Schlüssel verstecken. Oh, das ist aber... Nein. Oh, nee. Moment, also... Aber das war doch richtig. Direkt da rein verstecken. Nee, geht da gar nicht. Ich muss ihn ja erstmal aufnehmen. Geht ja wieder nicht. Das geht auch nicht. Aha. Warum muss es so kompliziert sein? Na also. Hey, der Schlüssel ist weg. Was? Hier, sehen Sie? Was zum Teufel? Ist klar. Haben Sie ihn genommen? Ich? Was soll ich denn damit? Sie haben doch hoffentlich einen Ersatzschlüssel, oder? In meiner Wohnung. Ganz schön beschissen. Das ist mehr als nur beschissen. Aha. Ja, und jetzt? Wieder Kaffeetrick oder was? Wieso habe ich jetzt wieder den Zauber... Nein, ich habe den Schlüssel doch schon. Ach, ist es der berühmte Rausgeh-wieder-reingeh-Trick? Das ist nämlich auch ein ganz berühmter Zaubertrick bei Adventures. Dam-da-dam. Nein, sie ist immer noch da. Das ist jetzt blöd. Kann ich den Schlüssel dann einfach so damit benutzen? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich muss Susan irgendwie aus dem Zimmer locken, damit ich zu dem Aktenschrank kann. Ich könnte sie mit einem Notfall austricksen, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber dafür brauche ich ein paar Sachen. Ja, ich kann mir schon vorstellen, was. Da war doch in der... Nur beweg dich doch, Mädel. In der Küche... Der Erste-Hilfe-Kasten. Macht sie damit jetzt vielleicht was? Sie scheinen auf Notfälle gut... Nein. Gut, dann auf jeden Fall... den vielleicht mit gut. Dem... Gut, jetzt muss ich nur noch dafür sorgen, dass der Daumen hält. Ja, und das mit dem Kleber. Das mit jetzt kann's losgehen. Ja, und jetzt... Ach so, muss ich ihr das einfach nur zeigen, oder was? Und sie stürmt dann hier hin und holt den Erste-Hilfe-Kasten wahrscheinlich. Das könnte funktionieren, aber das dauert doch dann viel zu kurz. Diese ewig langen Ladesequenzen, ach, die gehen einem echt auf den Nerv. Nein. Wo soll ich den jetzt hinlegen? An den Brief? Die Klinge könnte so scharf wie die eines Messers sein. Ja, deswegen ja. Ein abgetrennter Finger halt. Hotspots, ne? Muss ich den vielleicht doch da hinlegen? Oder warte mal, ich muss... Nee, warte mal. Ich muss wahrscheinlich... Definitiv. Ja, ich muss... Oh, wahrscheinlich wieder einen Zaubertrick durchführen. Mal in diese Hotspots. Entweder sind sie da oder sie ringen einen auf. Wieder ellenlange Ladesequenz. So. An welchem Raum? Der Trick bringt in dieser Situation. Nein, du. Stört und wieder. Geschlossener Ring, Teile und Herrsche. Der Zauber, der umgesteht, geht aus der Zeitung. Briefgeheimnis nicht. Boden und Telefon auch nicht. Schall und Rauch, der schockierende, selbstheilende Wunde. Das hört sich doch gut an.
Bevor du dich deinem Publikum begibst, musst du erst einige Vorbereitungen treffen. Fülle etwas Kunstblut in einen falschen Daumen, klebe diesen Hautkleber an den rechten Daumen, nimm vor diesem Publikum irgendeinen scharfen Gegenstand in deine linke Hand, manipuliere den Gegenstand, indem du ihn... Ah ja. Moment, wieder ein kleines... So. Ich habe alles für den Trick vorbereitet, aber eine Sache bereitet mir Kopfzerbrechen. Susan wird nicht so lange weg sein, bis ich hier fertig bin. Ich will nicht dabei erwischt werden, wie ich hier rumspioniere. Na toll. Was ist denn jetzt schon wieder? Den Brieföffner können wir jetzt immer noch nicht nehmen. Tja. Und was nun? Muss ich vielleicht... Ich meine, die wird ja auf jeden Fall hier rein und dann den Erste-Hilfe-Kasten holen. Deswegen, ich muss doch irgendwas damit machen, verdammte Axt. Kittel, Kühlschrank. Ha. Wenn sie den Erste-Hilfe-Kasten gleich findet, ist sie zu schnell wieder im Büro. Aha. Ich glaube, der Erste-Hilfe-Kasten sollte von hier verschwinden. Abracadabra! Wenn es doch immer so einfach wäre. Naja, gut. Versteckter Erste-Hilfe-Kasten. Nein, was für ein Versteck. Nun ja. Aber hey, jetzt haben wir's. Also, zurück. Und jetzt können wir wohl endlich hier weitermachen. Freunde, ich sehe aber, das machen wir erst im nächsten Teil. Die Zeit ist erreicht. Und dann hoffe ich, sehen wir uns dann mit einem wunderschönen Zaubertrick im nächsten Teil wieder. Bis gleich, NRW über 18. Adieu.